Natürlich mal versuchen, einen riesen Applaus loszuwerden, dass nächstes Jahr diese Aktion definitiv wieder steigt. Wenn es nicht wiederholt wird, wäre es eine Schande. Ich komme aus Wuppertal und es hat mich beeindruckt. Super, muss nächstes Jahr unbedingt wiederholt werden, ja? Super, vielen, vielen Dank. So was habe ich auch noch nicht erlebt bei keinem Kennstätte-Kartrennen, nicht in Rade, nicht in Halver, nirgendwo. Also Wipperfürth ist einfach Weltklasse. Ja. Einfach sensationell. War ein super Event, hat super Spaß gemacht. Wunderbar. Richtig toll für Wipperfürth. Sensationell, sensationell. Ja, also das CityCard-Event war definitiv das größte Event, was wir bis jetzt gemacht haben. Wir wollten den Zuschauern was Außergewöhnliches bieten. Ich finde es ganz gut, dass wir hier in der Stadt sowas machen. Weil ich finde das hier für die Stadt Wipperfürth ein sehr schönes Event. Also der erste Event, um ganz vorne anzufangen, war sicherlich unser Engagement in CityCard in Rade vom Wald, wo wir auf Sven Schreiber trafen, der ja unser Partner war und der da Interesse geäußert hat, vielleicht woanders hinzugehen mit dem Event. Er wollte halt aus CityCard Rade vom Wald jetzt erstmal weg nach 3 Jahren, die er es da gemacht hat. Und hat mit uns dann eigentlich einen schnellen Partner gefunden, um das Ganze in Wipperfürth durchzuführen. Und wir haben uns natürlich auch da Gedanken gemacht, wie holen wir das Bestmögliche raus aus Wipperfürth und was machen wir vielleicht auch anders. Und haben gesagt, Wipperfürth ist für uns der schlafende Riese. Das hat dann die BLZ und die Zeitung auch so aufgenommen. Und um das direkt zu überspringen, am Ende bekamen wir von zwei Teamchefs eine E-Mail mit der Überschrift, der schlafende Riese ist geweckt. Für mich persönlich war der emotionalste Moment eigentlich der Freitagnachmittag, in dem Moment, wo wir den Markt praktisch übernommen haben und im Prinzip die ersten Teermaschinen da anrollten, die Straßen am Markt gesperrt wurden und dann einfach Teer auf die Straße gelegt wurden, parallel begann der Marktaufbau und fassungslose, wipperfürther Bürger, die ihren Freitagseinkauf erledigten, einfach stehen blieben und überhaupt nicht wussten, was jetzt hier los war. Klar, die Spannung steigt. Das Wetter hat sich ja gerade auch wieder aufgetan, nachdem es heute Morgen schon heftig geregnet hat. Unser Kart ist gerade beklebt worden. Bald geht's los. Die schwarz-weiße Hirte dürfen hier bekannt sein. Ist auch klar. Die Leute aber auch gleichermaßen ruhig hauen. Wenn ihr die in das Team noch jetzt zufrieden denkt, anklopfen noch zum letzten Punkt. Für jeden sollte dieses Lager erkennbar sein. Ist schon die Nervosität jetzt da? Jetzt, wo ich hier drin sitze, merke ich auch langsam. Aber vor heute Morgen ging es noch, aber jetzt. Wir konnten wirklich nur einen leblosen Rahmen hinstellen, nämlich eine Boxengasse, eine Zeitmessung, Karts, Tische, Bänke, Bierwagen und eine Bühne. Das haben wir gemacht. Mehr haben wir nicht gemacht. Also, dass aus diesem Rahmen was Großartiges geworden ist, das war einzig und allein Verdienst der Teams und der Gäste an der Strecke. Und das haben die unfassbar umgesetzt. 3, 2, 1, Finale hier in Wipper!
mitgekriegt hat, war super geil. Also hier vorne sind ja immer die ganzen Überholmanöver und ist schon sehr aggressiver Fahrstil und macht Spaß. Los und jetzt fahren die ersten Karts und jetzt haben wir es wirklich geschafft. Insgesamt gesehen war jedes Rennen, jedes Qualifying ein Highlight. In jedem einzelnen Event, Mini-Event, Mosaiksteinchen, ist irgendwas passiert. Ob es ein Crash war, ob es die schnellste Runde war, ob es ein Promi-Fahrer im End-Event-Team war, bis hin dann als Gipfel, als wirklich Gipfel, der Weg über die Strecke durch das Bad in der Menge für die Teams. Und die Siegerehrung dann auf dem Markt. Rennwetter ist optimal, Publikum ist hervorragend, also klasse Veranstaltung. Marktplatz hochfährt, super Stimmung da und super, macht richtig Spaß, da durchzufahren. Unterm Strich haben alle Teams im Prinzip schon während der Siegerehrung oder kurz nach der Siegerehrung kamen sie an zu uns allen und Schulterklopf und Mensch, super. Und selbst am letzten Renntag wollten alle schon wissen, gibt es denn nächstes Jahr wieder das Rennen? Also wir hätten uns es nicht mal erträumt, so einen riesen Zuspruch zu bekommen. Es war einfach rundum eine schöne Sache, wo sehr, sehr viele Menschen teilgenommen haben, sowohl aktiv beim Motorsport als auch passiv beim Zuschauen. Insofern war das einfach eine runde Sache. Wir haben es gepackt! Go! Go! Ich meine, der Veranstalter und auch jetzt das ganze Team hier von diesem Kart-Team, ja, die haben super Arbeit gemacht. Ja, also echt danke. Das hat uns überwältigt. Also das hätten wir niemals, niemals erwarten können. Und das war sicherlich so ein Moment, der sehr viel Spaß gemacht hat. Klasse, neue Freunde dazu gewonnen, neue Kart-Freunde dazu gewonnen. Mir lief es kalt den Rücken runter. Nein, das war richtig cool. Die Leute waren nett. Super Publikum. Versuchen, einen riesen Applaus loszuwerden, dass nächstes Jahr diese Aktion definitiv wieder steigt. So viele Zuschauer haben wir beim City-Rennen noch nie an der Strecke gesehen. Also absolut hammergeil. Super, muss nächstes Jahr unbedingt wiederholt werden. Ja? Das war klasse, das war schön. Wenn es nicht wiederholt wird, wäre es eine Schande. Ja, richtig geil, das ist ja. Ich komme aus Wuppertal und es hat mich beeindruckt. Alle Achtung und großes Lob an den Veranstalter. Tolles Team, viel Spaß gehabt und die haben alle das gemacht, was sie machen sollten, nämlich gewinnen. Wir haben eigentlich viele Elemente gemixt. Wir haben einmal die
Videogeschichte gemixt. Und nächstes Jahr fahre ich mit, dann mache ich euch alle platt.